Der Botschafterclub hat zu einem Treffen ins Kunstmuseum Vaduz eingeladen. Politikerinnen und Politiker, Unternehmerinnen und Unternehmer aus der ganzen Bodensee-Region sind dem Ruf gefolgt und sind auf Vaduz gekommen. Der Botschafterclub gibt es als Marke Bodenseeland schon seit 2006. Jetzt aber will man das Netzwerk verstärkt pflegen. Und das Treffen im Kunsthaus Vaduz hat das unterstrichen. Genau an dem Tag, wo der Liechtensteiner Landtag wieder eröffnet und der Albert Frick als Landtagspräsident bestätigt worden ist. Der Botschafterclub ist eigentlich nicht so bekannt, aber es ist eben gut, dass man sich wieder kennenlernt, dass man sieht, was dahinter steckt und was die Zielsetzung ist. Wir sind ja sehr gut verflochten in der Region, über die Bodensee-Konferenz Beispiel, Swiss, wo 6 Schweizer Kantone dabei sind, Liechtenstein, Vorarlberg, Baden-Württemberg und Bayern, wo man sich zweimal jährlich trifft. Und die Bodensee-Konferenz ist in jedem Sinne ein ganz interessantes Austauschgremium. Und ich denke, die meisten Leute, die heute da sind, kommen aus dieser Region. Und darum freut es mich, dass ich hier begrüßen darf und ein paar Worte sagen darf. Heute sind wir hier im Kunstmuseum Vaduz. 4 Länder rund um den Bodensee herum, der Botschafterclub, der sich trifft. Wir sind rund 70 Mitglieder. Freut mich natürlich auf den heutigen Erfolg, dass wir gemeinsam diesen Anlass feiern dürfen. Der Botschafterclub hat sich zum Ziel gesetzt, die 4-Länder-Region stärker zu vernetzen. Der Schwerpunkt dabei ist die Wirtschaft, aber auch die Kultur, die Wissenschaft und natürlich auch die Politik. Und deshalb freuen wir uns heute hier in Liechtenstein zu sein bei einem Neujahrsempfang, den wir in der Form noch nie gemacht haben. Diese Veranstaltung wird ganz anders sein. Und der Botschafterclub freut sich, dass wir eben auch mal die Liechtensteiner mal vor die Nase bekommen, dass wir sie begeistern können, dass wir sie sehen können, dass wir mit ihnen darüber reden können, was der Botschafterclub macht. Denn es ist nicht nur die Vernetzung, sondern wir haben auch konkrete Projekte. Und eines der konkretesten Projekte, die wir momentan im Botschafterclub haben, das ist natürlich die Fachkräfteinitiative. Und zwar eine Fachkräfteattraktivitätsinitiative, die wir über die 4 Länder hin hier ausbreiten und in Zusammenarbeit mit der Internationalen Bodensee-Konferenz gesponsert wird. Und da geht es darum, in erster Linie, dass Firmen aus den 4 Ländern ihre Modelle mal vorstellen und wir die dann möglicherweise auch mit der Politik übertragen, diskutieren können, wo wir dann mit Pilotprojekten diese auf den Weg bringen. In erster Linie geht es uns natürlich jetzt erstmal darum, die Menschen zusammenzubringen. Und wir sind froh nach der Pandemie, dass wir jetzt endlich mal wieder mit guten, tollen Menschen hier diese Veranstaltung gemeinsam begehen können. Wir sind froh, dass wir einen guten, funktionierenden Vorstand haben und wir wollen heute natürlich viele Liechtensteiner und auch Schweizer als Mitglieder noch gewinnen. Das ist mein Anspruch, den ich heute hier habe und den werde ich nachher auch in der Rede kundtun. Die Wichtigkeit dieses positiven Austausches, wie wir es jetzt hier pflegen können, international, aber wie wir es auch gehört haben, interkantonal, weil wir ja Appenzeller hier haben, wir haben Thurgauer hier in der Schweiz, von der Schweiz, aber auch eben international in diesen 4 Regionen, die wir haben. Die Grenzen zwischen den Regionen sind offen. Die Bevölkerung ist mobil wie nie zuvor. Sie fahren mit dem Zug über die Grenzen in die Schweiz, in Liechtenstein, nach Österreich oder auch nach Lindau, nach Deutschland. Die Bevölkerung genießt diese Mobilität, aber es führt auch dazu, dass wir mehr miteinander reden müssen, mehr miteinander zusammenarbeiten müssen, um Erfolg zu haben. Denn das eigentliche in sich Denken, nur länderintern oder sogar kantonalintern oder auch sage bundeslandsintern, das müssen wir aufbrechen und für das sind wir auch hier, für das sind Sie als Botschafter hierher gekommen. Vernetzung ist sehr, sehr wichtig, vor allem auch wir im Bodenseeraum, dass wir uns treffen, dass wir kommunizieren und dass wir uns gemeinsam austauschen können. Ja, es sind halt schon interessante Austausche auch, weil es insgesamt wirtschaftlich eine der erfolgreichsten Regionen überhaupt ist in Europa. Und da ist ja Liechtenstein auch nicht ganz unbeteiligt mit unseren vielen Arbeitsplätzen, die wir haben, in der florierenden Wirtschaft. Und so ist es sehr gut, dass man eingebettet ist in einer Region, wo es wirklich die Wirtschaft floriert und Arbeitskräfte, dass man ähnliche Probleme hat, Arbeitskräftemangel, spezialisierte Arbeitskräfte und so weiter. Also ich glaube, in einer globalisierten Welt ist es so wichtig, dass man im Kleinen, in der Region,
sehr gut vernetzt ist. Wir konnten ohne unsere Nachbarn nicht gut leben und sie sind auch glücklich, wenn sie mit uns zusammen arbeiten können. Also ich denke, in der Summe ist es gewinnbringend für alle, die Vernetzung, die wir haben. So, also zur Information, in Vorarlberg gibt es einen Bodensee und es gibt viele tolle Frauen. Da gibt es eine Frauenpower. Alle Regionen brauchen solche Botschafterinnen und Botschafter, wie sie jetzt hier sind. Denn die bringen das, was wir jetzt hier versuchen, die Gemeinsamkeit, das Überkantonale oder auch Überinternationale weiterzutragen in die verschiedenen Regionen nach Hause. Und das ist das Wichtige. Und für das bin ich hier, um das auch zu vertreten, auch dass der Kanton St. Gallen dahinter steht. Nehmen wir uns doch jetzt Zeit, ich möchte nicht länger werden, nehmen wir uns Zeit, tauschen uns aus, reden miteinander, übergeben auch unsere Visitenkarten. Die Japaner sind uns da meilenweit voraus. Warum übergeben die Japaner jedes Mal eine Visitenkarte? Weil dann hat man den Kontakt. Wenn wir heute miteinander reden, ja, dann weiß ich vielleicht, wer der Name ist. Und wir können ein bisschen austauschen, aber der Kontakt geht flöten. Wenn ich dann nach Hause komme und sage, ja, was habe ich jetzt da überlegt oder mit wem habe ich jetzt geredet? Es war ein guter Ansatz, aber ich habe keine Kontaktdaten. Also tauschen wir uns aus, reden wir miteinander, denn nur Zusammenarbeit bringt den Erfolg. Wie es auch in der Einladung war, gemeinsam sind wir stark. Danke. Was ist die Idee hinter dem Botschafterclub? Wirtschaft, Bildung, Kultur, zusammenführen, Wissenschaft, dass man gut auskommt, Grenzen verbinden, Grenzen verknüpfen miteinander, dass man sich wohlfühlt dazu und nicht irgendwie gegeneinander arbeiten tut. Also einfach ein Netzwerk über den Rhein in verschiedenen Ländern, oder? Ein Netzwerk rund um den Bodensee, ja.